Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. Ich habe mal ein bisschen Fast Forward gespielt und beziehungsweise ich habe ein paar Sachen schon erledigt und wir ein bisschen schneller vorankommen. Also, ich habe uns hier nochmal zum Fertigen von Keramik und sowas habe ich uns eine Drehscheibe besorgt. Hier produzieren wir weiter Holz. In der Kirche sind wir auch weitergekommen, denn dort konnte ich jetzt neue Sachen bauen. Und beziehungsweise ich konnte Sachen bauen wie zum Beispiel Kerzenständer oder sowas. Gut, der Bischof will nämlich, dass unsere Kirche noch größer wird. Das heißt, wir müssen 30 Qualitätspunkte in der Kirche bekommen. Das kriegen wir schon hin. Wir haben auch die erste Messe abgehalten. Da gibt es noch ein bisschen Glaubenspunkte für. Die brauchen wir auch noch gleich, die Glaubenspunkte für was anderes. Wie man sehen kann, kann ich hier Wandleuchter bauen und sowas, ne? Brauchen wir jetzt aber nicht. Die Qualität ist auf 9. Wir müssen 30 haben. Das heißt, 21 Punkte brauchen wir, damit er diese Kirche vergrößert. Und auch der Friedhof muss ein bisschen besser werden noch. Ich glaube, da müssen es 15 oder 20 sein. Weiß ich nicht mehr genau. Wenn man hier nach zur Seite geht. Also hier unten können wir zum Beispiel, kann ich mal zeigen, hier zum Beispiel können wir Lehm einsammeln. Lehm brauchen wir für verschiedene Sachen. Ne? Können wir hier liegen lassen. Sand können wir auch einsammeln. Ist gar kein Problem. Und diese Brücke hier habe ich repariert. Hier drüben gibt es so ein paar Sachen, wie zum Beispiel neues Erz, was wir einsammeln können beim Sumpf. Ich hatte gehofft, dass ich da vielleicht zufälligerweise etwas anderes finde, was ich gebrauchen könnte. Wie zum Beispiel das Gras, was wir besorgen müssen für diesen... ein Heini da, aber das gab's nicht. So, hier ist Sand. Sand brauchen wir, um zum Beispiel ein Glas zu bauen. Ja, gut. Aber das nur am Rande. So, wir gehen jetzt mal weiter. Ja, also nicht traurig sein, dass ihr nicht das alles gesehen habt. Viel habt ihr nicht verpasst. Bloß, ich denke mir, sonst kommen wir nie Fortschritt. Ich könnte ja stundenlang weitermachen, ohne dass irgendwas passiert, kein Fortschritt da ist. Das macht ja keinen Sinn. Gut. Was habe ich noch erledigt? Genau. Also, hier drin... bei unserem Totenkopf können wir jetzt auch was bauen. Ich habe hier so einen, den Bautisch heile gemacht. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, eine Pritsche oder einen Vorbereitungsplatz zu bauen. Genau. So, ich wollte euch einmal zeigen. Ich glaube, ich muss kurz mal zurück zum Friedhof in die Kiste gucken. Denn dort kann sein, dass der Glaube da drin liegt. Man bekommt, wenn man nämlich hier seine Predigt, die Predigt ist hier drin. Wenn man hier seine Predigt hält, bekommt man halt den Glauben. Wieder. Beziehungsweise man bekommt den Glauben. So. Einfach ist das. Und das ist natürlich sehr praktisch. Diese Glaubenssachen kann man benutzen, um andere zu beeinflussen. Aber auch natürlich, um unsere Gemeinde größer werden zu lassen. In unserem Technologiebaum kann man ja sehen, diese Purpur oder beziehungsweise diese blauen Diamanten bekommt man, wenn man für die Kirche irgendwas macht. Der Bischof hat mir das gegeben. Wundert euch nicht, warum der Esel hier steht und nichts macht. Der ist einfach mal im Streik. Der will halt Wurzeln haben. Der hat bekommen von mir 12 Stück, 12 Karotten. Aber er braucht noch Öl für seinen Reifen, weil die so quietschen. Vorher will er nichts mehr machen. Er ist halt in der Gewerkschaft, ne? So ist das. Die Gewerkschaft macht immer Scheiße. Nein, ist natürlich für uns gut, die Arbeitnehmer, aber für den Arbeitgeber ist die Gewerkschaft immer ein Dorn im Auge. So, hier können wir neue Sachen anfertigen noch, wenn wir wollen. Einfache Stücke, komplexe Stücke und... wo war das? Genau, das Schwert. Wir finden Hanfseil und Hanfseil können wir nur bauen, wenn wir Hanf bekommen. Wie kann ich denn überhaupt Hanf bauen? Ganz einfach. Wir müssen Hanf irgendwo wahrscheinlich anpflanzen. So, hier drüben zeige ich das mal. Hier ist der Glaube. Den nehmen wir jetzt mit. Zack. Und... ja. Genau, den Glauben nehmen wir, um hier runter in den Keller zu gehen. Ich habe nämlich unten im Keller den Weg freigeräumt zu diesem Typen, der da unten sitzt. Und der heißt Schlange. Und Schlange kann uns helfen mit verschiedenen Sachen. Er kann uns einmal helfen, Sachen aus der Stadt zu holen. Ich wollte in die Stadt gehen, da ich einen Passierschein habe. Dann wird man allerdings vom Blitz getroffen und verliert 600.000 Energie und ist sofort tot. Landet wieder im Haus und man weiß, man kann da nicht hin. Aber Schlange kann da hin, weil er ist ein Schurke und er kann sich uns die Sachen besorgen, die wir brauchen. Er will uns aber nur helfen, wenn wir auch was für ihn erledigen. Aber wir versuchen ihn mal zu überzeugen. Jetzt haben wir nämlich Glauben. Seht ihr das? Das versuchen wir mal. Und los geht's. Um mit ihm weiter zu reden, könnt ihr sehen, seht ihr das Smiley da mit 60. Das heißt, ich muss ihn erstmal so weit zu bekommen, dass er für mich das Zeug sucht. Und jetzt im Moment... habe ich null bei ihm, ne? Gut, wir versuchen mal, ihn zu überzeugen. Ich habe kein Problem damit, dass du hier bist. Vielleicht kann ich dir sogar helfen. Du siehst nicht besonders nützlich aus, aber ziemlich harmlos. Hilf mir dabei, dieses Tor zu öffnen. Ich habe diese Anweisung, muss anscheinend einen Schlüssel finden. Meine Dietriche funktionieren hier nicht. Bring mir den Schlüssel und dann reden wir. Fertigen ihn an oder finde ihn, ist mir egal. Okay, schon mal eine neue Aufgabe. In Ordnung, ich brauche auch etwas, das sich hinter dieser Tür verbirgt. Ich helfe dir. Nimm diese Anweisung. Gut, den Schlüssel, okay. Um Schlüssel zu bauen,
Ach da, ja, die können wir jetzt natürlich nicht nehmen, weil dann nehmen wir gleich die Anweisung. Warte mal. Wir müssen einmal kurz hier hin. Können wir hier was in die Kiste schmeißen. Können wir die Anweisung auch mitnehmen. So, warte mal. Zack. Fangen wir hier mal rein, was wir unten brauchen könnten. Ach komm, packen wir hier Blumen rein, das soll's. Genau, ist mein rechtmäßiger Bürger und Passierschein haben wir auch. Ohne Passierschein kommt man nicht in die Stadt. Wir kommen in die Stadt. So, haben wir hin. Und jetzt können wir mal in den Technologiebaum gehen und gucken, ob wir Schlüssel bauen können schon. Aber das ist alles, da brauchen wir viel Glauben für. Handwerkskunst. Ist auch nichts mit Schlüssel, ne? Ja, auch nicht, oder? Okay. Hä? Mag ich mal. Gucken uns die Anweisung mal kurz an. Du musst den Werteschlüssel mit der Anleitung an einem Schreibtisch benutzen. Du musst den Wert der Schlüssel mit der Anlage an einem Schreibtisch. Okay. Wir müssen überlegen, wie wir das machen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Hier haben wir noch keinen Schlüssel. Wir können ja oben mal gucken. Warte mal. Jetzt hier noch keinen Schreibtisch. Eigentlich können wir hier natürlich ganz schnell in die Stadt kommen. Das ist eine Abkürzung hier unten im Keller. Da können wir ganz schnell in die Stadt laufen, was natürlich sehr cool ist. Das machen wir jetzt nicht. So. Okay. Noch bauen. Das machen wir auch noch. Was machen wir nicht jetzt? Okay, den Schlüssel können wir nicht anfertigen, wie wir sehen. Wie man sieht, haben wir hier auch ein bisschen Gartensachen. Die können wir noch nicht ernten, aber das müssen wir schon langsam ernten können, ne? Ja. Zack. Och Mann, ich habe so viel auf Tasche die ganze Zeit. Das nervt. Ich muss es mal wegpacken hier. Das ist wirklich nervig, dass man so viel immer mit rumschleppen muss teilweise. Aber hier kommen wir nicht so viel rein. Glauben wir dahin. Papier legen wir auch erstmal zurück. So, nein. Ich wollte euch behalten. Wir wissen, wie man das macht. Naja, finden wir schon noch raus. So, lass uns mal hier die Samen einsammeln. Gucken, ob wir was Neues anpflanzen können. Das nicht. Ah, zu wenig von allen. Wir brauchen mal 4 Pflanzen, um das einpflanzen zu können. Das haben wir leider nicht. Gut. So, wir können noch mal kurz auf die Quests gucken. Wir haben mal so ein paar. Also, wir sind ja hier. Wir können auf jeden Fall noch mal mit dem Hohepriester reden. Wo ist denn der? Also, den Erzbischof. Der war da nicht hier oben irgendwo? Astrologe, Inquisitor da. Den können wir treffen, nämlich. Können wir den jetzt treffen? Genau. Den holen wir uns jetzt mal. Da gehen wir schnell hoch zu den Hügeln. Weil irgendwas wollte der mir auch noch erzählen. Und bevor ich das wieder vermassel oder verpenne, machen wir das jetzt schnell mal. Ja, das ist das Ärgerliche. Dass man, es ist wirklich eine Fülle von Aufgaben in dem Spiel. Das ist der Hammer. Also hätte ich nie gedacht, dass so viele... Ich muss zwischendurch ein paar Blumen sammeln. Auf einem einfachen Grund. Man kann mit den Blumen nämlich nachher die Grabsteine schmücken. Das wollen wir ja machen, ne? Ach komm, Stöcker brauchen wir jetzt nicht. So, gucken wir mal, ob der da oben ist, der hohe Priester. Oder ob es noch zu früh ist. Kann auch sein, dass ich noch zu früh dran bin. Aber eigentlich sollte... Oh, hier ist noch eine rote Blume, nehmen wir mit. Die roten Blumen sind wichtig, da ist er. Ah, Wärter, ich genieße die Luft hier. Sie hat etwas Rechenschaffendes. Aufgabe beendet. Er nennt mir das her, dass ich hier bald eine weitere Hexe verbrennen werde. Momentan foltern wir sie noch. Oh, schön.
Aber Vergebung ist es wert. Dieses Mal sollte das Verbrennen perfekt werden. Wir müssen beweisen, dass keine Hexe unserer Rechenschaft erkommt. Wir müssen hier noch ein paar Vorbereitungen treffen. Du kannst in der Heiligen Inquisition helfen. Wir brauchen Brennholz für ein schönes, warmes Feuerchen und so viele Flugblätter, wie du bekommen kannst. Ich warte auf dich. Die Hexe läuft uns ja nicht weg. Sobald wir alles haben, verbrennen wir sie. Okay, also das Holz ist kein Problem. Die Flugblätter müssen wir mal gucken. Das Holz ist wirklich kein Problem. Das kriegen wir schnell zusammen. Gott, gleich schon anfangen. Guck hier. Oh, kaputt hauen die. Ich hab mir das mit. Huch, runter. 20 Stück brauche ich, hat er gesagt, ne? Das kriegen wir hin. Hier sind noch so viele Blumen, warte mal. Die Blumen mitnehmen leider. Ich muss auch gucken, wo ich Torf herbekomme. Weiß ich gar nicht, wo ich es herbekomme. Müssen wir gleich mal gucken. Kriegen wir schon, aber wo? Wo bekommen wir das? Wo? Das blöde Esel da. Öl müssen wir auch noch irgendwo herstellen. Das ist echt nervig. So, die Karotten sehen auch schon wieder gut aus, glaube ich. Zweite Kiste bauen oder eine dritte oder so. Wir haben auch keinen Platz mehr hier. Können wir noch eine Kiste bauen hier? Was sind die? Ja, ich brauche dieses blöde Holz noch, ne? Das kriegen wir aber. Pass auf. Legen wir kurz mal anders Holz. Dann können wir noch eine Kiste bauen. Die stellen wir gleich daneben, weil wir brauchen einfach mehr Kisten. Das wird sonst nichts mehr hier. So. Oh, das können wir nicht mitnehmen, das macht nichts. Also schaut mal, wie viel wir hier haben, was man alles. Ich warum das ab und zu, was man macht hier. Da ist ein kleiner Fehler drin. Das können wir gar nicht. Irgendwas, was wir hier lassen können? Zack. So. Das Holz nehmen wir. Und dann bauen wir noch mal eine Kiste. So, die stellen wir einfach hier hin. Das ist immer so blöd, das ist so eng. Kann man das natürlich nicht, aber so. Genau. Macht natürlich Sinn, die Kisten immer dahin zu stellen, eigentlich, wo wir die Sachen eigentlich haben, die wir brauchen, aber egal. Ab und zu hakt das so, dass man da gar nicht hinkommen kann. Nach oben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Komm nicht nach oben. Ich verstehe es nicht. Ich habe nichts gedrückt hier, aber es kann sein, dass hier irgendwie die Tasten kaputt sind oder so. Ich weiß es nicht. War merkwürdig. So, pass mal auf. So. Achso, das Gemüse, das ich gerade anbaue, das brauche ich nämlich, um noch einem Typen Gemüse zu geben. Und zwar dem Händler. Wenn ich dem nochmal Gemüse gebe, dann hilft er mir wieder. Und ich gewinne mehr. Ich brauche ja diesen Stempel, um mein Fleisch auch verkaufen zu können. Also wir gehen jetzt mal schnell zum Händler hin. Da ist noch so ein Händler hier hin. Ein Bauer. Und bei dem kaufen wir so ein paar Samen. Und diese Samen können wir dann, glaube ich, ganz gut benutzen, um weiter was zu pflanzen, bis wir dann diesen ganzen Scheiß zusammen haben. Ich glaube, da wird so und so viel Karotten haben, so und so viel davon, davon. Also ist ein bisschen nervig, aber... Geht halt nicht anders. Müssen wir halt machen. So, wollen wir hier durch die reingehen? Oh, wir sind noch da. Er darf nicht reingehen, er darf nicht reingehen. Seine Mark ist noch draußen, er ist auch noch da. Perfekt, dann lassen wir mal mit ihm schnacken. Handel. So, pass auf. Wir brauchen von dir Rübensamen. 4 Stück. Doch, 4 Stück. Und wir brauchen. Weizensamen noch nicht, aber hier Karottensamen nehmen wir noch mit. Und hier Kohlsamen auch. Ah, komm, nehmen wir noch einen davon mit. So. Ich würde ein bisschen Weizensamen mitnehmen eigentlich.
Gut. Was ist das hier? Weizensamen? Ach, Mehl. Mehl brauchen wir nicht. Das ist ja Quatsch. Ich wollte Weizenmehl. Dings mit langsam mitnehmen. So, wenn wir mal kurz zurückgehen, das Mehl hier ablegen. Zack. Das können wir alles kaufen, ne? Bäm. So, jetzt können wir zurückgehen, das Ganze, den ganzen Scheiß anpflanzen. Und dann mach ich das Blümchen mit hier. So, und Torf müssen wir noch finden. Ich weiß nicht, wo Torf ist, aber das finden wir schon noch. So, das können wir schon mal anpflanzen. Das Gute ist beim Gemüse anpflanzen alles, wir brauchen keinen, wir müssen die nicht pflegen, ne? Das ist einfach so, das löppt einfach. Das heißt, die brauchen weder Wasser noch irgendwie, das müssen wir einmal kurz was auswerfen und dann wird das alles schon irgendwie fertig. Was ziemlich cool ist. Ich werde schon Bock, sich ganz an so einen blöden Garten zu kümmern. Man nicht. Man wartet einfach, bis es gewachsen ist. So, wir können es mal alles rausfangen. Seht ihr, das ganze Ding habe ich ja schon hier. Das Feld habe ich schon angelegt. Fangen wir mal an. So, Karottensamen. Zack. Karottensamen. Wir pflanzen alle an. So, Karotten. Hier. Karottensamen haben wir nicht mehr, aber wir haben hier Kohlsamen. Ja, was haben wir fehlt das? Wo sind denn jetzt unsere Rübensamen? Haben wir so wenig? Habe ich nicht mehr Rübensamen gekauft? Wahrscheinlich nicht. Naja, Karotten haben wir hier. Hier haben wir auch was anderes. Gut, das ist jetzt mal wachsen. Wir müssen nachher noch mal mehr Gemüse kaufen. Das ist zu wenig. Wir müssen die auch andere Sachen machen, ne? Was haben wir noch hier, was anfertigen können? Genau. Das einmal. Das fangen wir auch nochmal an. Perfekt. Und direkt in die Kiste schmeißen hier. Gehen wir nicht. Woanders. Also er braucht Brennholz, braucht er, ne? Wie viel braucht er da? Hat er das nochmal gedacht? 30? Oder 20 nur? Wir machen einfach mal 30. Fertigen wir gleich an. Erstmal gehen wir schlafen. Gut, Brennholz haben wir also fertig für ihn gleich. Es fehlt noch das andere. Wir müssen noch Flugblätter machen. Also Papier kann ich schon drucken, aber ich glaube Flugblätter kann ich noch nicht drucken. Papier wird aus Schweins, Quatsch, hier aus Haut und sowas gemacht. Aber das interessiert uns auch nicht. Das müssen wir dann später machen. So. Los geht's. Schon. Benimm dich, mach's ordentlich. Gut. Oh, das können wir gleich hier rüberpacken. Oh, das hüpft ja schon wieder runter. Seht ihr das? Ich weiß nicht, warum der mal runterhüpft. Ich weiß es, ich verstehe es nicht. Worum das liegt? Ich verstehe es wirklich nicht. Nervt doch total. Na gut. Keine Orange, brauchen wir keine. Können wir irgendwas machen hier? Genau, ich wollte eigentlich ein bisschen. Ist ja auch bald fertig, dann können wir das noch gut. Gut. Können wir jetzt erstmal nicht machen. Hier wächst unser Zeug. Gucken wir mal auf die Karte, was können wir noch machen? Also, hol dir eine Flasche Wein, haben wir nicht. Es weiß und hat keine Lust mehr. Du willst nicht als Feind haben. Bring 20 Brenner und 10 Flugblätter. Okay.
Also braucht 12 Karotten, 12 Kohlköpfe und 12 Rüben. Testen. Und dann wird er uns mich helfen, auch noch mit dem Hof hier. Aber wie kriegen wir denn Schluckaufgras, auch nicht so leicht zu finden. Ich kann noch mal kurz da links gehen, mal gucken, ob wir irgendwas finden noch da an Schluckaufgras. So, hier schmeißen wir erstmal die Blumen rein. Und beim Friedhof brauchen wir Blumen später. Zack. Auch. Gut. Und Torf brauchen wir. Also wenn ich hier jetzt diese Umrandung bauen will, dieses Blumenbeet machen will, dann brauche ich Steine und Torf. Steine ist kein Problem. Torf ist schon wieder eine andere Sache. Ich weiß nicht, wo ich Torf herbekomme. Also hier ist Lehm, ist kein Problem. Lehm haben wir dabei. Stein haben wir hier. Aber wo kriegen wir denn Torf her? Torf ist ja eigentlich so ein bisschen an der Matschgegend, so, ne? Hier ist Lehm. Also wir gehen mal hier rüber, nochmal über die Brücke. Ich habe da noch nicht alles erforscht, da drüben nämlich. Wenn wir mal rüber gehen, kann ich euch das auch gleich mal zeigen. Das ist nichts Besonderes da drüben. Aber ich finde hier ein bisschen Torf hier. Oh, der Torfstecher, ne? Hier noch ein paar Blumen mit. So. Erstmal gehen wir hier oben längs. Also hier oben war ich schon. Wie man sieht, habe ich einen Baum gefällt. Hier kann man Sand bekommen, aber das ist ja nicht das, was wir brauchen. Weil hier geht es gleich nicht weiter. Hier ist Dead End. Hier kann man aber weitergehen. Aber wir kommen da auf jeden Fall nicht rüber, oder? Nee. Oder müssen wir gucken, ob wir hier oben, irgendwo unten rumkommen. Wie man sieht, kann man hier auf jeden Fall viel von den... durch, ne? Ne. Ja, kann man hier viel von den Adern finden noch, das ist nicht schlecht. Aber eigentlich Sumpf. Und hier muss ja irgendwo dieses Gras auch sein, aber ich finde das nicht. Ist das hier? Ne. Guck mal, ob wir das Gras finden, die Sumpfgras, ne? Das, was er da braucht. Schon Eisen abbauen hier. Das ist natürlich gut, dass wir da wieder was finden hier von das Eisenerz. Also hier geht es erstmal schon mal nicht weiter. Was sagt er denn da? Da kommen wir noch gar nicht hin. Da sieht es schon aus wie eine Baustelle schon wieder. Also da geht es irgendwie nicht weiter. Hier geht es so weiter. Aber das Sumpfgras haben wir trotzdem nicht gefunden. Muss der hier irgendwie so ein bisschen rumgammeln, ne? Was tut's nicht? Was sind wir noch mit hier? Na gut. Kein Sumpfgras für uns. Verrückt. Muss hier irgendwo sein. Wahrscheinlich dahinter, wo man nicht hinkommt. Da gibt's wahrscheinlich Sumpfgras. Obwohl, wir können hier richtig uns durchschummeln hier so ein bisschen, ne? Da ist das Sumpfgras. Guck mal. Schluckaufgras, das meine ich nicht. Sumpfgras, so ein Quatsch. Genau, hier kann man wieder angeln. Wir haben noch keine Angel, deswegen können wir nicht angeln. Aber das Schluckaufgras haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. Das wollte er ja unbedingt haben, der Mann da. Und der braucht die Karotten und alles. Da müssen wir dann gucken, wie viel habe ich denn jetzt an Gemüse. Karotten haben wir genug. Erntabfall haben wir natürlich auch genug. Was haben wir noch da? Rüben 6. Kohl. Naja, da fehlt uns ja noch ein bisschen was. 12 Karotten, 12 Kohlköpfe, okay. Aber wir haben ja gerade noch was ausgelegt, also vielleicht klappt das ja noch. So. Schluckaufgras haben wir. Was wir machen können, wir können natürlich ein bisschen Erz noch abbauen hier. Wenn wir schon hier bei sind, kommen wir hier rüber. Nein, natürlich nicht. Schon mit hier. So. Wenn ich zurücklaufe, braucht ihr nicht zugucken, passiert nicht mehr so viel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss.